So, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Allererstes Video. Ja, ich weiß nicht, wie viele es gucken werden, aber hiermit fangen wir an. Fußballmanager 13. Wie gesagt, vorhin im Video, ich bin nicht. Ich habe es halt in die Editor-Datei, weil ich hatte keinen Bock, mein ganzes Headset und alles anzuschließen. Und so wie ich bemerke, Performance funktioniert an sich gut. Sehr gut. Spiel an. Alle restlichen löse ich mal kurz noch. Jetzt mich FPS ein bisschen steiler. Ja, so, neues Spiel. Ja, wir spielen im Standardmodus. Keine Gesamtstärke wird angezeigt, ist halt ein bisschen besser. Tipps brauche ich nicht. Anzeige halt mache ich jährlich, weil wöchentlich kommst du durcheinander. Standardmodus. Ich werde den Verein nicht besitzen. Es ist ein starker Verein, ist mein Lieblingsverein. Und ja, wenn du ein Problem damit hast, geh weg. Es ist halt so, der ASV. Abstiegskrise seit 2 Jahren ihr habt. Dieses Jahr ein bisschen besser und diese wollten nochmal nach Europa kommen. Von Jüngingen Hoffenheim. Naja, wenn seine Chancen nicht nutzt, braucht sich den Treffer nicht wundern. Ja. Also. Ja. Ja, okay, Ladezeit und ich muss mal ein bisschen mehr labern. Ja, hier, Account habe ich schon erstellt. Mit Lieblingsspieler und allem Bipapo. So. FC Wacker Innsbruck. Nehmen wir natürlich nicht. Also Lieblingsspieler Nikolai Müller. Nicht wundern, erste Saison hole ich ihn auch. Unter anderem werde ich auch mehr auf die Jugend noch setzen. Ja, der doch. Der HSV erstmal ein Jahr Vertragslänge. Seito, ich bin hier natürlich in der Bundesliga. Ich bin nicht einer der aus der dritten hier, den das anfängt. Das würde ich mit meinem anderen Verein würde ich gerne machen. FC Bayern. Würde ich in der dritten Liga anfangen, mich hocharbeiten, aber nein, fangen wir in der ersten Liga an. So, DFB-Pokalauslosung. Wie sieht's denn aus? Also diese Folge hier wird die erste Folge sein. 20 Minuten, höchstwahrscheinlich. Haben und so Union Berlin. Naja, bis wir dran kommen, dauert es eine ganze Weile. Das machen wir nachher im späteren Spielverlauf. Wenn wir so langsam machen. Rot-Weiß Erfurt. Okay. Ich frage mich bloß gerade, warum ich Stärken angezeigt bekomme. Bis auf den Stützstand. Naja, das ist das Spiel übrigens. Nicht unbedingt meiner, aber ist okay. Also, mein Lieblingsspieler ist Rafael van der Vaart nicht. Das ist mit der zweiten Dings gewesen, nicht. In der ersten Runde beim HSV, super, grandios. Da bin ich auch erst Hamburg-Fan richtig so gewonnen. Und ja, man kann auch Hamburg-Fan erst werden. Nein, ich habe davor keinen anderen Verein unterstützt. Diese Fragen bestimmt wieder aufkommen. So, ich wundere, warum ich jetzt hier gerade verschiebe. Das ist halt bloß darum, weil Viertelfinale und internationaler Wettbewerb will ich so lassen. Anders jetzt nicht. Fans sind dabei zufrieden. Das ist sehr gut. So, 4,76. Oh, also 1,5 Millionen müssen wir hier unbedingt noch hochgehen. Das heißt 3,17 Millionen pumpen wir hier noch. 6,4 Millionen für Transfer. Ich möchte keinen, weil ich es immer am liebsten mache. Also das ist gleich mal, yo, Kredit aufnehmen. 10 Millionen. Und welche Spiele, 2, 3 Spieler noch mehr. Will ich hier nicht machen. Ich will den HSV ohne Kredit hoffentlich mal zur Börse führen. Ja, Saisonvorbereitung dürfen wir ruhig mal machen. Habe ich nicht keinen Bock drauf. So, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe eigentlich vieles Bock. Aber darauf nicht. So, nee, Trainingsfortschritt wollte ich nicht. Unser Spiel wird auch nicht. Nur ein bester Spieler auch nicht unbedingt. Oh, was können wir machen? Auffällige Spieler. Auslaufende Verträge. Sehr wichtig. Taktik, genau das gleiche. Achso, Taktik ist das. Nee. Also ich hab das schon sehr, sehr lange gespielt. So, verliehene Spieler, Hakan Çalhanoğlu. Freue ich mich schon auf nächste Lauf. Meine top-jungen Spieler müssen auch dabei sein. Was? Uzunoglu. Ja, der Name wird noch kommen. Letzte Spieler, Manager, Info, Manager, Status. Nee, das brauche ich nicht. Navigation, so, bester Spieler. Oh, was hätte ich nochmal genommen? Herausragender Amateurspieler. Gucken wir mal mit rein. So, Team ist noch nicht aufgestellt. So, hier erstmal hin und Spielerbilder anzeigen. So.
Nein, nicht welche Spieler. So. Okay, Paul Scharnhorst verletzt. Jeffrey Brumer nehmen wir dadurch. So, Thomas Rincon. Oh, wen nehmen wir noch mit? Ali, Torgay, Ali, Arslan. So, ein Stürmer fehlt uns noch. Nee, doch, ich muss wahrscheinlich beschissen, kann ich aufnehmen. Aber nun ja. Rudnitz ist jetzt unser Stürmer. Soll nicht so bleiben, ist das dann werden. Der Sim ist ja nur Halbsturm. Ja. Übrigens falsches System. 4-2-4 spiele ich. Ich bin zufrieden. Ja, halbwegs. Van der Voort ist noch im Halbsturm. Aha, okay. Ah, und hier zeigt jetzt nicht mehr an. Zeigt jetzt nicht mehr was. Okay, das ist ein bisschen blöd gemacht, aber naja. Ich will mich jetzt nicht beschweren. So, ich kenne ungefähr halbwegs so die Stärken der Spieler. Jaroslav Drobny, den Vertrag will ich auch unbedingt verlängern. Na, wartet mal. Nee, an sich. Ja, doch, so ist eigentlich gut. So ist eigentlich gut mit so einer Doppelspitze. Rechts Iličević fehlt mir nicht. Ich habe links lieber Iličević. So, beißt er rein. Au, ich weiß, dafür werden mich viele hassen, die am Fans sind. Aber die beben zu. So. So, das machen wir. Ja. Okay. Beste Mann und Maschen. Dadurch, dass ich weiß, dass ich Reikunst besser einsetzen kann, nehme ich Maschen raus. Also im Finkel ja nicht spielt. So. Dann nehme ich Auslandführerin. Obwohl, genau, Rechtsverteidiger. Ja. Kommt ja irgendwo, ziehe ich ihn damit. Joa. So, Sven Neuhaus. Altes Boss. Spieler anbieten. Er soll zu Neige gehen. 1 Million. Reicht immer. Den bringe ich am liebsten Serie B. Immer hier unter. Weil da spielt er immer. Das leider aussetzt, das wäre das Budget ist. Wird sich bald bei Ihnen melden. So, gut. Also die wollen den haben, den kriegen die hoch. Heike Maschen, naja, was ist ja klar. Er wird doch noch. Ja, er wird erst ausliehen, das bedeutet, ich kann ihn nicht verkaufen. Nein, scheiße. Kubo Salah, Thomas Rincon. Tom Mikkel kommt bei mir immer gleich zum Anfang. Spielgespräch. Du musst leider in die zweite Mannschaft, damit du so viel wie möglich spielst. Ja, er wird es akzeptieren. Zusätzlich jetzt leichter für ihn zu akzeptieren. Ja, die Jahre sind auch verschieden. Zweite Mannschaft will ich auch gleich zum Systemwechsel angehen. So, warte mal, wird mal gemeldet. Florian Striezel ist erst 18, den will ich da drin haben. Gemeldet soll verkauft werden. Beziehungsweise wird man nicht erstmal zur Leihe. Bundesliga dritte. Ach, okay, das ist kein Interesse. Typisch unseren Spielern denken immer viel zu hoch. Das ist so ein Brack. Russische Liga, wenn sie auch nicht. Schweiz. Oh, Schweizer Liga jetzt schon aus dem Ding. Ja, bevor du da hinkommst, Prosten, also okay, Spielagenten beauftragen. Ich hoffe, sie bringen ihn irgendwo unter. Ja. Wechselt das jetzt. Das wäre 13 Feinstuhl. Okay. Einfach drauf gehen. René Guder. Z nicht, nicht die schlechteste, vor allem alles mit. Das hätte auch vielleicht das kleine Problem. Er soll verkauft. Ja, es könnte sein, dass ich nicht mit meiner Personalpolitik übereinherrscht, aber nein. Ja, Leute, die man unterstützen muss. Dominik Masek ist zum Beispiel so einer. Der bekommt sofort, wenn er einen haben will. Ja, wo ihr die Judge. Als Mentor. Unsuglu ist ja auch einer unserer Top-Leute. Kriegt genauso eine Kriegt, der ist ja oben. Er hier oben hoch. Er kriegt auch einen Mentor, sobald er einen haben will. Kann. Nein, noch nicht. Okay. Ja. Großes Talent. Wird auch später bei mir spielen. Falls du das Video siehst.
vor, assi von dir wegzugehen. So, zumindest drei Leute. Das ist irgendwie haben einen Mentor. Also erhöht werden. Warte mal, wo ist er? Ja, er ist noch da. Wo ist er? Da. Levin. Levin nützt zu nahe, liefert wechseln. Keine Sorge. Als man schauen, wenn es den jetzt so viel mal, die das sehen. Oh mein Gott, er verkauft ihn jetzt. Ist er denn verrückt und was nicht alles? Nein, er wird zurückgekauft. Bitte. Darf ich mich dann bei dir ansetzen? So, da ist es Jonathan da. Eigentlich am meisten zutrauen will. Und noch vieles weiteres will ich ihm Ausbildung auf allen Verteidigern machen. Das hat den Vorteil, denn später im Spiel. Er ist jetzt 16. Er soll nächste Saison, den er beim HSV spielen, wahrscheinlich erstmal zweite Mannschaft. So, Steven hat das jetzt mal fertiggestellt. Scouts. Der erste Scout, Mini Scout. Zweiten behalte ich noch. Scouting-System. Ja, ich habe halt schon ein bisschen gespielt, deshalb ist Pro Scouting 2.0 schon fertig. Ja, das kostet halt nichts. Das ist der Riesenvorteil daran. Ach ja. Bolzplatz stiften. Bringt immer gut bei Fans und vielen weiteren noch. Für Ringkämpfe veranstalten. Noch mit einem Trainer. Okay. So, Mitarbeiter. Ich weiß, die sind erstmal noch ein bisschen scheiße. Aber erst Aufgaben zu wechselt im Spiel ausnehmen. Mache ich das mache ich selber auch noch. Obwohl, nee. Wechselt im Spiel aus, darf ich auch machen. Die Trainingsplan ändern und vieles weiteres. Ich werde die Spiele meistens in Videotext machen, damit das ein bisschen scharf ist. Das stellt die Jugendmannschaften aus. Nein, das mache ich. Aber alles ist. So. Nur bei dem Rest ist jetzt okay, nicht unbedingt das Problem. Ich an diesen. Ja, Poster. Okay. Ihr seid doch ein bisschen. Ja, also ich bin die Macht hier. Aber was ich mal als erstes mache, ist Bettwäsche. Jeder Verein normalerweise. Das haben wir jetzt zum Anfang. Naja, also Privatleben. Immer wichtig, Golf oder Singen geht. Golf oder Singen. Das ist immer mit das Beste. So, jetzt kommen wir auf das Wichtigste. Transfermarkt. Ja, den Kevin De Bruyne. Ich sag mal 1 zu ihm. Er ist noch bei Werder Bremen, aber 0 zu 3. Zum Glück. Weil der würde sonst alles springen. Suche. Es gibt nur Spieler, die ich kaufen will. Darunter sind noch viele, die jetzt gerade bei Mars sind. Zum Beispiel. LOL. Wieso findet denn der den jetzt nicht? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen asozial. Gut, okay, dann tue ich ihn hier rüber. Darum ist er jetzt. Zweite Bundesliga zum Beispiel. Kaiserslautern. Natürlich spielt nicht bei Kaiserslautern, sondern hier so. Pierre. Da ist er. Pierre Michel Lazar. Ist noch 24 Wochen verletzt. Daher kommt. Oh. Kommt er nur ins Blickfeld. So, neue Suchkriterien. Oh, wie finde ich den anderen? Auf wie finde ich ihn jetzt? Müller. Ah, das ist ja da noch. So, dummes Mal will ich natürlich nicht haben. Ich bin einfach nur scheiße. Aber ihn hier, Nikolai, oder einfach doch wahrscheinlich unser. Der Mann sein, der zu uns kommen wird. Er ist halt sehr, sehr flexibel. Das ist so was von geil. So, Müller. Wir lassen jetzt so viele bei, die Bayern muss ich gerade spielen. Ich habe bloß Feierabend. Also, hier, Gotoku Sakai. Wäre zum Beispiel noch so einer. Okay. Ne, den suche ich bei Xbox selber. So, ja, es klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber Antonio Griezmann
spielt noch bei seinem ganz alten Verein, bei Real Sociedad. Das Beste ist, den können wir wahrscheinlich bald verpflichten. Aber leider nur bald. So. Gibt es denn noch irgendwelche Spieler? An sich nicht. Erstmal. Obwohl. Es gibt noch einen. In der russischen Liga. Ja, aber ich schaff's. Ne, der Coco. Falls ihr ihn erkennt. Alexandre Kokorin. Ja, was ihr halt schon sieht, Alter 21 und so alles, wenn ihr mal rüber guckt, das sind halt alles sehr, sehr junge Spieler. Jakubo Salah ist bei uns auf der Transferliste. Zuschlag an, da, bla, bla. 330.000. Naja, komm, scheiß drauf, ist eine Laie. Transfervorbereitung. Nikolai Müller. Liebling. Okay. Ja, mit Nikolai Müller würde ich jetzt eigentlich noch mehr was sagen zu außer von der Beobachtungsliste. So, jetzt hatten wir schon mal das FSV 1.5 ein kleines Problem. So, Teamdynamik, ich müsste mal mit ein paar Leuten reden. Darunter Wang Yunsan. Naja, obwohl, das bringt bis jetzt erstmal noch nichts. Das wäre Rafael Fanowitz. Also jetzt bei den neuen Kündigungen kann ich das schneller machen. Markus Berg. Ah ne, er ist schon länger da. Ach, der ist rot, das war der, der jetzt erst gekommen ist. Ey. Das war ja nicht nett. So, also okay, ich gehe jetzt heute mal zum Anfang auf die 20 Minuten zu. Ihm. Es ist ja kein Fußballmanager 12, weil Milan war Day war nie dabei. Das war so zum Ganzen. Ja. Also. Bei Jaroslav Dortmund wäre zum Beispiel nein, ich will mich hier von den Ungarn anbieten. Er erwartet ihn ganz ein Angebot, das ist schon sehr gut. Thomas und Köln. Naja, Paul Scharnhol ist halt noch verletzt. Artemis Rundnes, mit denen habe ich schon gesprochen. So, haben wir noch irgendwelche Zugänge? Die ich vielleicht nicht weiß. Er ist ja nicht da. Reni Adler ist jetzt erst gekommen. Okay. Ich hoffe, jetzt hier 100% Input sind. Wir haben 5 Moralpunkte. Moralpunkte, das ist sehr schwer, um abzuschätzen, weil die immer schwankend sind. So, Petr Jiracek ist auch erst neu. Okay, ja, okay, dann will ich auch mit ihm. So, ja, wir sehen hier minus 19 Millionen. Darunter sind zum Beispiel wie David Jarolim, Malte Petric, hat sich immer verlängert bei Dings, hat sich immer verlängert bei Dings. Gökhan Töre, ich an sich auch. Eher nicht verkauft, aber wurde er leider. Paulo Guerrero, jetzt sowieso habe ich schon. Hanno Behrens und Bertram. Naja. Sind halt schon ein paar dabei. Also, jetzt geht es bloß erstmal darum. Jaroslav Drotny. Vertrag verlängern. Mit seinen Qualitäten. Naja, er wird einige Male spielen. Was man jetzt schon sieht, ich will ihn halt ein bisschen down drücken mit seinem Zeug, weil er kostet einfach mal übel viel. So, Hierarchie von der Fahrt natürlich ganz oben. Die ganzen Adler und Westermann sind halt die drei Bausteine. Ach ja, stimmt, einen wollte ich ja noch raussuchen. Darunter zählt, warte mal, wo soll denn nicht FC Bayern, FC Augsburg. Und ihr Team. Wo haben wir denn den Linksverteidiger? Dau. Oh, schon leck. So, und damit wir erstmal ein bisschen mehr über die wissen. Gehen wir auf Scouts. Da hat der Scout noch genug zu tun. Weisen Aufgaben zu. Ja, und hier. Alle Spieler aus dem Blickfeld übernehmen. Okay. Okay. So. Das brauchen wir jetzt halt auch. Und wir haben sogar zu beobachten. Sagt er zwar, oh ja, der Fluff, wir können nichts machen. Aber naja. Kalender, was hat er bis jetzt eingetaktet? Das, das und das. Und da zwei Spiele. Und das ist doch okay. Jetzt schieben wir mal jetzt zwischendurch noch unser Vereinsjubiläum mit rein. Sowie eine Charity Gala. Ein Sponsorentag. Muss ja auch immer haben. Oh ne, machen wir es noch später. Sponsorentag machen wir auch mal. So. Wenn halt ein paar Spiele von mir nicht da sind. So, okay. Dann können wir jetzt mal starten. 20 Minuten.
Ja, okay, dann hänge ich jetzt noch 10 Minuten ran. Das soll vielleicht bis zum ersten Spiel kommen. Oder bis zur ersten Verpflichtung. Vertrag von Jaroslav Dortmund soll verlängert werden. Okay, ich setze jetzt mal vor, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Gespräche mit dem Ziel einer Verlängerung des Vertrages von Jaroslav Dortmund hat begonnen. Felix Heuer legte dazu dem Spieler ein entsprechendes Angebot vor. Felix Heuer möchte die Sache schnell vom Tisch haben, Summen wurden nicht genannt. Jaroslav Dortmund spielt seit 2010 beim Hamburger SV und bestritt bislang 37 Ligaspiele für den HSV. Ja? Sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. So, erstes Training. Dies ist die erste Trainingseinheit der neuen Saison. Alle einsatzfähigen Spieler stehen vor ihnen und lauschen ihren Worten. Sie blicken in eine Menge neuer Gesichter. Was wollen sie ihnen für die kommende Saison auch mit auf den Weg geben? Alle dann unsere Saison zu erreichen, wir werden international spielen. Ich werde dem Verein treu bleiben. Ich muss halt meinen Vertrag dennoch verlängern. Ich sehe das so schnell wie es geht. Wenn ich fit bin, spielt nicht. Wahrscheinlich spielt das draußen. Obwohl das mit den Premieren vorne scheiße. Was, wir werden eine tolle Stimmung haben. Nee, sowas kannst du halt nicht immer versprechen. So. Oh. Nee, Marcel Jansen, dich nicht an die Folie. Nicht an Dortmund. Ja, ich bin auch ein Dortmund-Hasser. So ist es gerade natürlich halt so. Komm, Mensch, gib mir kein Geld. 32 Freibanden habe ich noch. Hauptsponsor. Und das war jetzt zufrieden. Ein Trainingsanhalten, also trainieren kann ich überhaupt nicht. Und da habe ich. Bäh. So, und das ist einmal pro Saison. Ja. So, das ist schon okay. Ja. So ist erstmal unsere Aufstellung. Ne, jetzt hier noch nicht mehr viel zu erledigen. Außer vielleicht ein Scout. Das ist erst ein zweiter fertig. Nee, gut. So, Trainingslager in Donau-Eschingen. Teamwork. Also ich mache mal generell erstmal alles auf 5. Die Taktik auf 6. So, Fitness 9 höher. Teamwork ein bisschen höher. Individuelle Fähigkeiten ein bisschen höher. Okay. So, deswegen Donau-Eschingen erst an. Ich war bis zum ersten Spiel, dann beende ich den Part. Leihgebühr von 33.000 könnten sie sich leisten. Dadurch, dass ich weiß, dass ihr Kobo Salah mich vielleicht nicht wieder so komplett retten wird und so alles, aber ist ja gut, ein Jahr. Da fing einen Verein spielen. Ja, geil, Übernahmen machen sie, okay, dann nutze ich nicht. Das heißt, hier sind für 330.000, die übernehmen können hier halt, dann hätte ich gesagt, nee, hier könnt ihr behalten. Weil die sagt, nee, es muss so viel kommen. Oh ja, das ist jetzt eine wichtige Sache. Kaderplanung für nächste Saison. Wengmin verkaufen, 14,5 Millionen. Ja, nicht. Macht das Spiel das verletzt. Großer wird ausgeliehen. So, kein Verein, bin interessiert. So, für Dennis Auro, für dich finden wir auch schon noch ein neues Zuhause. Glaubst du mal. England. So, Newcastle United. Ist nicht interessiert an dem Spiel. Mit denen, die sind so nicht interessiert. Oh scheiße, jetzt krieg ich hier nicht einen Mann oder was? Das wären nur Vereine im Zelt, für die sich der Spieler interessiert. Vereine, die einen Spieler für diese Position suchen, werden grün dargestellt. In Spanien. So alles zu kurz. In Deutschland würde Maxi jetzt. Ne, da muss ich noch 6 Millionen runterheben. Dem ist auch muss weg. Auf Transfer zu setzen, ja, bitteschön. So, halt, nochmal Gold spielen. Mit Gold spielen kannst du halt Vorstand ein bisschen beeindrucken. Den Vorstand beeindruckst, kannst du eher sagen, Leute, ja, ich brauche mal einen besseren Vertrag, gib mir ein bisschen mehr Geld und alles. Und übrigens, Bruno Lupa ist. Okay, englische Top-Clubs reißen sich um ihn. Das können sie auch knicken. 30 Millionen würde ich mindestens sehen. Ah ne. Bruno Lupa ist zum Beispiel. Oh, jetzt möchte ich den doch haben. 5 Millionen.
5,5 will ich haben. So, sind jetzt schon 25 Minuten jetzt schon rum. Alter, schon wieder. Naja, das dauert jetzt halt nur noch eine kleine Weile. Erst auf 3. unterschreibt den Vertrag. Eine Vertragsverlängerung. Schlüsselspieler. Wingman. Ich könnte halt auch probieren jetzt mit. Oh, Scheiße. Alexandre Kokorin. Begeistert von Nicolas Müller. Ein absoluter Lieblingsspieler. Oh ja. Naja, um jetzt nochmal ein bisschen weiterzukommen. Es wird wohl ein bisschen nur schwer sein und schwer bleiben. Er wurde zu hoch bewertet in Schnelligkeit. Na, dankeschön. Alexandre Kokorin. Wer heißt das denn um den? Nicht so. Was ist ein deutscher Verein? Nö. Hab ihr Budget überzogen. Kann ich nicht für. Scouting abgeschlossen. So, jetzt gehe ich mal zur Scout-Liste. Ja, auch schön. Oh, die gute Müller spricht schon tatsächlich so. Ja, ja. Ah, durchschnittlich. Ich kann mit seinen Flanken nicht stürmer in Szene setzen. Sehr schlechte Fitnesswerte. Sehr beweglich. Ein junges Talent, das noch sehr gut entwickeln kann. Hat nur Durchschnitt. Klein Müller hat gute Perspektive. Vielleicht ein aufgefälliger Spiel zu einem. Okay. Gotoku Sakai. Ja. Okay. Jetzt haben wir bloß ein nichts kleines Problem. Bei Nicolai Müller will ich eigentlich unbedingt haben. Um halt ein bisschen mehr Stress auf einer Position zu machen, wo ich mir denke, der ist viel zu faul manchmal Spieler. Oh, wir reden von MB. Vom Maximilian Beister. Für die Idee kann man durchgehen. 5,25 Millionen. Nein, ich möchte 5,5 Millionen haben. Weil dann, wenn das passieren würde, und ich habe Nicolai Müller noch nicht gekauft. Nicolai Müller, AD. Antoine Griezmann. Ja. Unter was denn? Was wir denn haben? Sponsorenverhandlungen? Nein. Das war ein Angebot. Das ist doch schön. Kraftstoffanbieter. Also uns ist jetzt nicht irgendwie was auszufeilschen ohne Ende. 124.000 haben wir mal. So. Ja. Wie immer halt, wollen alle Mann bloß kein Geld bezahlen. Mission. Oh, die wollen 8 Banden haben, können wir gerne kriegen. Weil Banden sind sehr, sehr wichtig. So, New Center. Ablöse finden wir. Sie erhalten für den Spieler eine Ablöse von 5,5 Millionen. Zu diesem Verein Wechsel würde sofort stattfinden. Nicolai Müller auf Transfers zu benutzen. Er ist schon 24 Jahre alt. Muss man mal bedenken. So, Dennis Auro wechselt. Es könnte jetzt den Punkt angelangt kommen. Antoine Griezmann. Kann hier. Auf den würde ich am liebsten. Ich bin ja ohne rechts außen. Und ohne links außen. Ich sehe es nicht, warte mal. Ja, Scouts. Otoko Sakai. Er wird mir nur noch die 3. Okay, dann muss ich mal noch warten. 3D spielen, nein, das frisst einfach so viel. Okay. Lernt es nicht verlieren. Wendminson! Hier ist Wendminson in Führung. Ist doch geil. Na, halt hier noch Stimmung ist ja nicht nur Team. Das ist. Also für mich ist das so wahrscheinlich wie so ein Multiplikator. Desto mehr Stimmung man hat, desto besser es ist, desto mehr Teamwork ist es genauso umso besser. Die Switch schon so hätte ich jetzt rauslassen müssen. So, okay. Wir gehen nicht mehr her. So, das Spiel geht weiter. No. Und, schaffen wir es. Nee, 90 Minuten, 1-0 durchholen wir den Zug. Oder ein Milan Bade. Das muss man jetzt ein bisschen merken und zeigen, okay. So und so ist das jetzt. Alles schön, alles toll, alles tut dir alles putti. Ja, okay. Schönen Stein machen wir noch. Oh, okay. Machen wir mal hier.
Verhandlungen erstmal noch abbrechen. Markus Berg. Wenn es auch ohne hat. Finde ich nicht unbedingt so ein Ding. Aber jetzt kommt es wahrscheinlich. Okay. Ich werde die Zeit nicht nochmal weiter verlängern. Aber die Aktion mache ich noch. Mal gucken, ob es klappt. Ob Mr. Antoine Griezmann. Oh, nur ein gutes Geld kann ihn überzeugen. Okay, das ist schon mal gut. Au. Das habe ich schon irgendwie erahnt. Auf wie viele wollen sie denn gehen? 20 Millionen. Okay, da kann ich mir einen Kredit für leisten. Ein Kredit von... Was wird? Halt. 1,3 Millionen. Das ist scheiße. Budgetänderung. Ja, ich kann den Investor aktivieren. Mache ich aber nicht. Ja, scheiße. Wenn ich hier die 1,3 Millionen noch hoch. Okay, 13,6 Millionen haben wir jetzt schon mal. Hat zwar nicht so viel gebracht, aber es hat schon mal ein bisschen was gebracht. So, wir bräuchten noch etwa 10 Millionen Transfer. Ich hoffe, ich probiere es mal, ob wir es in vielen abgerechnet kriegen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Das letzte gehen wir. Ah ja, Baukosten. So. Baukosten noch 1 Million. Ja, das stimmt. Da kann ich auch gleich mal dran gucken. Transfermarkt. Transfervorbereitung. Blickfeld. Antoine Griezmann. Ich will nehmen ein Thema. So. Absicht. Kaufoption. Ja, ist ja okay. 17,5 ist ein schönes erstes Angebot. Also, ich meine, sie vorher nur so lange, dass er ihn so unterschrieben hat. Obwohl, nee. Das ist eigentlich mal ein richtig geiler Cliffhanger. Ja, zweite Folge nehme ich gleich dran. Nehme ich gleich darauf. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge sehen wir vielleicht Antoine Griezmann bei uns unterschreibt. Also, bis dünne.